Ja, das Epsilon-Delta-Kriterium für die Stetigkeit bei Funktionen. Ich versuche es anschaulich zu machen, deshalb habe ich direkt ein Beispiel genommen mit Stetigkeit und einmal, wo wir hier hoffentlich, wo man sieht, an einer Stelle ist das Paket da unstetig. Aus der Schulzeit, vielleicht hocken auch manche noch in der Schule, so die banale Herangehensweise am Anfang mit Stetigkeit war ja, ihr seht ja hier jetzt von x her gesehen einen Bereich von 0 bis von mir aus 10. So, und wenn ich jetzt den Graph skizzieren müsste, in diesem Bereich setze ich den Stift ja nicht ab. Und hier auch wieder von mir aus von 0 bis 10 müsste ich ja an der Stelle absetzen. Und jetzt gibt es ja so eine Art Sprung. Und dann geht's, muss ich wieder neu ansetzen und dann geht es erst weiter. Und da steckt auch so ein bisschen das visuelle Geheimnis mit der Delta-Umgebung von den x-Werten her, mache ich gleich noch deutlich, und der Epsilon-Umgebung von den y-Werten her geguckt, dass man da schon sieht, oh, da wird es dann eine Umgebung geben, aber da ist irgendwas nicht mehr so erfüllt. So, das ist die ganz banale Geschichte. Und natürlich, dass man die Hieroglyphen sozusagen entschlüsselt, dass es einen nicht mit voller Wucht trifft. Wenn wir da so etwas haben wie F, Doppelpunkt, D und R, das ist nichts anderes als, ihr habt eine Funktion, ihr habt eine Abbildung, Definitionsbereich, ihr kippt Zahlen rein, es kommen wieder Zahlen raus, nämlich reelle Zahlen, und D ist eine Teilmenge von R. Es kann natürlich auch, ihr könnt natürlich auch komplett R reinkippen, aber ihr seht ja hier zum Beispiel hoffentlich jetzt, wenn ich mir die x-Werte betrachte, habe ich mal einen Auszug von 0 bis 10 genommen. Vielleicht als kleines Gedankenspiel schon am Anfang. Wenn ihr das hier euch anschaut, von 0 bis 10 haben wir hier eine Stelle, ganz klar, nicht stetig. Wenn ich jetzt von 0 bis 1 nur gehen würde, in diesem Bereich setze ich den Stift ja nicht ab. Also vielleicht nur kurz darüber nachgedacht. Wieder aber für das Allgemeine. Funktion ist stetig bei x0 Element aus d. Also jetzt nehme ich mir irgendeine Stelle x0. Und jetzt ist nochmal ganz wichtig, auch um das sich selber dann zu visualisieren, was hier gleich dann so ganz lang stehen wird. Ich setze einen x-Wert ein und bekomme einen y-Wert raus, ganz banal ausgedrückt, f von x0, also ein Punkt bestehend aus x und y, oder in der Schreibweise x0 und f von x0. Ja, dass ihr das nur fürs Verständnis habt. Und von den x'en her schaue ich nach links, rechts, und von den f von x-Werten her schaue ich hoch und runter, wenn etwas rauskommt. Das ist ja auch so das Geheimnis, was man verstehen muss, wenn es hinterher, oder vielleicht habt ihr es schon gemacht, je nachdem, wie es geschaltet ist bei euch, wenn es um das Thema Differenzieren geht, um Verhältnisse, um Abstände. Und wenn das sind so ganz banale wieder Grundlagen, ne? Woraus in Anführungsstrichen besteht ein Punkt und wie schaue ich da? Dann kommt man auch mit Delta und Epsilon-Bereich zurecht. So, ist stetig bei x0. Und jetzt haben wir dieses für alle Epsilon größer 0 Quantoren. Habe ich auch noch ein Video zu gemacht. Das ist ja eine Sprache, und wenn man die Vokabeln kann, ist die Sprache eigentlich auch, oder kann die Sprache sehr, sehr schön sein. Für alle Epsilon größer 0 existiert ein Delta größer 0. Das sind diese beiden wesentlichen Bereiche, um sie vielleicht hier schon mal anzureißen. Delta wird um x herum sein. Also Delta nach rechts, Delta nach links. Also das hier, so dieser Abstand ist, soll Delta sein. Und hier auch Delta. Ja? Und dann gibt es einen Epsilon-Bereich, und da gucke ich hoch und runter, und zwar von den entsprechenden Y-Werten. Und dann habe ich einmal hier Epsilon und einmal hier Epsilon. Und jetzt könnte man sich schon so eine Art Schlauch einzeichnen, und dort muss irgendetwas dann gegeben sein, sodass wir eben Stetigkeit vorliegen haben oder eben nicht. Dann geht es eben weiter, sodass eben etwas gelten sollte, wie für alle x
Element aus D. Ja? Und jetzt kommt's, gilt x minus x0 Betrag kleiner als Delta folgt f von x minus f von x0 Betrag kleiner als Epsilon. Also scheint da irgendetwas von einer Änderung zu sein, also einem Abstand, und der soll kleiner sein, also in einem gewissen Bereich sein. Und um das vielleicht direkt vielleicht schon mal aufzugreifen, dieses x schnappe ich mir jetzt raus und das soll hier in dem, hier soll das x sein, ja, oder hier, so herum. Ja. Und wenn ich jetzt rechne, x-Wert minus x0-Wert, deshalb sind hier noch Betragsstriche drumherum, wenn ich jetzt zum Beispiel, und nehmt vielleicht dann fixe Werte am Anfang, also x0 ist von mir aus 6, ja, und jetzt nehmt ihr hier aus dem Delta-Bereich, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, Delta ist gleich, was weiß ich, 0,5. Ja? Dann habt ihr ja einmal den Delta-Bereich nach rechts weg und nach links weg. Dann geht ihr also bis 6,5 und bis 5,5. Ein x-Wert aus diesem Bereich hier wäre zum Beispiel dann, was weiß ich, 5,9. Und wenn ihr jetzt rechnet, diesen x-Wert 5,9 minus den x0-Wert, an unserer Stelle x0 minus 6, hättet ihr ja hier minus 0,1 und Betrag macht das Ganze positiv. Aber ihr seid in diesem Bereich und es muss, damit eben Stetigkeit vorliegt, müssen wir entsprechend auch, und jetzt versuche ich es gleich da deutlich zu machen, müsst ihr auch hier in diesem, wie soll man sagen, in diesem Epsilon-Schlauch dann hier sein. Und vielleicht direkt, dass man ein optisches Beispiel dafür hat, hier x0, so, und dann gehe ich hier auf f von x0, versuche direkt vielleicht hier so ein, ne, hier ist so ein Delta-Schlauch, ne, sollte ein bisschen gerader sein, und dann mache ich hier so einen Epsilon-Schlauch. So, und vielleicht sieht man hier jetzt schon, ja, nochmal, von hier jetzt Epsilon nach oben, Epsilon nach unten, und Epsilon soll natürlich immer kleiner werden vom Gedankengang her, und jetzt, wenn ihr jetzt mal schaut, wenn ihr euch hier in diesem Delta-Bereich einen x-Wert schnappt, dann werdet ihr hier auch entsprechend, wenn ihr dann, keine Ahnung, dieser x-Wert hier eingesetzt, ergibt einen f von x-Wert. So, seht ihr jetzt diese beiden hier, das ist der hier. So, wenn ihr die beiden jetzt abzieht voneinander, seid ihr immer noch kleiner als Epsilon. Wenn ihr jetzt hier hingeht und schnappt euch hier einen x-Wert, ja, den hier, so, setzt den mal ein, schaut mal, wo ihr da landet, hier bei f von x, und hier ist jetzt, passiert eigentlich die Magie, jetzt sieht man eigentlich, wenn ich die beiden voneinander abziehe, bin ich nicht mehr kleiner als Epsilon. Das ist erstmal so das grundlegende visuelle Verständnis. Ja, es ist sehr mathematisch, auch eigentlich eher so Richtung Beweise. Ich kann nur raten, auch gerade vorher linksseitiger, rechtsseitiger Limes anzuschauen, um sich an das Thema Grenzwert zu nähern, habe ich auch Videos zu gemacht. Und wenn ihr das jetzt aber hier, sagen wir mal, diese Hieroglyphen verstanden habt, was heißt das alles und wie komme ich da gedanklich eben darauf, dass ich eben dann sehe, ja, alles klar, deshalb ist hier an der Stelle x0 das Ganze stetig, hier eben unstetig, weil ich eben, schaut mal hier, ihr könnt jetzt den Epsilon-Schlauch kleiner machen, ihr könnt den größer machen, ein bisschen rumspielen, vielleicht bastelt, vielleicht ist ein Programmierer draußen, der bastelt ein Programm, dass man ranzoomen kann. Hier werdet ihr niemals in der Lage sein, den Delta-Bereich so klein wie möglich zu machen, um irgendwie dann noch hier in dem Epsilon-Bereich zu landen. Und das ist eigentlich so das Ganze, was dahinter steckt. Und hinterher geht es um noch ein paar Rechenbeispiele und dann solltet ihr eigentlich easy durchkommen.